Ich hatte letzte Woche eine Parodontosebehandlung und meine Zähne, die sind super empfindlich. Woher kommt das? Was kann ich tun? Mein Name ist Andrea Jakob und in diesem Video möchte ich dir einfach verraten, was nach so einer Parodontitis-Behandlung mit deinen Zähnen passiert und wie sich das so für dich anfühlen kann. Schau, eine Parodontitis-Behandlung heißt ja, dass wir deine Zähne sauber machen. Und zwar richtig auch in der Tiefe. Dein Zahnfleisch ist entzündet, der Knochen ist vielleicht sogar ein bisschen angegriffen. Und meistens ist es sogar so, dass dieses ganze System Zahnhalteapparat, wie wir das nennen, also die Fasern, die den Zahn im Knochen fixieren, der Knochen, das Zahnfleisch, der sackt so ein bisschen ab. Ja, das sieht im Prinzip so aus, wenn du dir vorstellst, das ist dein Zahn, das ist die Wurzel und die feste Manschette des Zahnfleisches, die rutscht einfach so ein bisschen tiefer. Ja? Und diese Wurzeloberfläche, die hat halt die Herausforderung, dass sie von der Oberfläche nicht so glatt ist wie dein Zahnschmelz und dadurch lagert sich da extrem viel an Plaque, Belege, Zahnstein an. So, und in der Parodontitis, Parodontosebehandlung, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil Parodontose ist ja immer noch so im Volksmund der Begriff dafür, also in dieser Parodontitis-Behandlung, entfernen wir den Zahnstein. Und wir entfernen den Zahnstein auch da, wo du ihn gar nicht mehr siehst, das heißt in der Tiefe, unter dem Zahnfleisch, Konkremente genannt. So, und ich vergleiche diesen Zahnstein immer wie Beton, ja? Das ist so eine richtige feste Manschette um deinen Zahn drumherum und das isoliert. Ja? Was heißt das jetzt? Schau, wenn wir die Zähne sauber machen und bei mir ist es meistens so, dass ich das innerhalb von 3 Tagen mache, das heißt, ich kümmere mich erst um den Oberkiefer, du hast einen Tag Pause, dann kommt der Unterkiefer dran. Ja? Es gibt auch manchmal Fälle, wo man alles in eins macht, aber das ist jetzt in meiner Praxis nicht unbedingt die Regel. Und das, was ich den Menschen dann immer sage, ist, Folgendes. Erstens, bitte putz genauso weiter, wie wir dir das beigebracht haben. Egal, ob es ein bisschen unangenehm ist, ein bisschen sich wund anfühlt oder auch blutet. So. Und weil wenn wir das nicht machen und in so eine Schonhaltung verfallen und sagen, die Zähne sind empfindlich und das blutet, das möchte ich nicht, dann kommt so ein Teufelskreislauf und es lagert sich direkt wieder der erste Plack an deine Zähne dran. Und das soll natürlich nicht so sein. Kurzes Break, ich habe eine Bitte an dich. Wenn du mich unterstützen möchtest, weil du etwas von mir lernen konntest, profitieren konntest von meinen Videos, dann würde ich mich total freuen, wenn du die Videos einfach mit Family und Friends teilen würdest, meine Videos liken und kommentieren würdest und mir auch gerne ein Abo schenkst, weil dann werde ich einfach bei YouTube noch besser in die Sichtbarkeit rutschen, wir können gemeinsam wachsen und mehr Menschen können davon profitieren. Es ist jetzt aber auch so, dass 2 Phänomene dann noch auftauchen können. Erstens, das Zahnfleisch, was jetzt durch die Behandlung noch entzündungsfreier wird, sackt noch mehr Richtung seinem eigenen Zentrum zusammen. Wenn du mich schon länger verfolgst, wirst du diesen Vergleich vielleicht schon mal gehört haben in anderen Videos. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem aufgespannten Zelt. Das heißt, dieses Zahnfleisch sackt zusammen und kommt auf das Niveau, wo es hingehört. Ja? Dadurch ist es aber so, dass der Zahn, wenn das Zahnfleisch weiter absackt, weil es sich strafft, der Zahn wieder optisch noch länger werden kann. Und auch diese Wurzeln immer weiter frei liegen. So. Und dann gibt es dieses Phänomen erstens, dass die Parodontose-Patienten leider meistens die Herausforderung haben, dass zwischen den Zähnen sich so Körnchen festsetzen können. So ein Himbeerkörnchen oder typischerweise so ein Körnchen vom Mehrkornbrötchen. Eine andere Geschichte ist, dass es sein kann, dass deine Zähne einfach empfindlich sind. Ja, weil, gehen wir nochmal zurück, Zahnstein wie Beton isoliert und schützt den Zahn vor Kälte und Wärme und Hitze. Ja, so, und wir machen den Zahn quasi nackig, wenn ich das mal so sagen darf. Der ist nicht geschützt. Und deswegen muss sich der Zahn erstmal so ein bisschen umstellen. Und manche Patienten haben dieses Phänomen gar nicht. Und manche haben das Gefühl, oh, meine Zähne sind echt super empfindlich, überall. Und das kommt eben daher, dass wir diesen Beton wegnehmen. Und die Zähne haben hier im inneren Zahnnerv. Und an vielen Stellen ist es einfach auch so, dass die Wurzel letztendlich
sage ich jetzt mal, von diesen Nerven und feinen Nervenendigungen, die manchmal bis auf die Wurzeloberfläche gehen. Und dann kann es halt sein, dass du sagst, oh, das ist super empfindlich, warum habe ich das bloß gemacht? Nein, das war der richtige Weg, weil die Zähne werden sich umstellen. Du musst einfach ein bisschen Geduld haben, gib dem Ganzen ein, zwei Wochen und egal, ob Zähneputzen empfindlich ist oder nicht, ganz, ganz wichtig, putz die Zähne. Viele sagen, ja, bei Getränken aus dem Kühlschrank, ja, lass es. Du musst jetzt auch so ein bisschen gesunden und du musst deinen Zähnen die Chance geben, sich umzustellen und neue Schutzmechanismen letztendlich aufzustellen. Du kannst aber auch zum Zahnarzt gehen und sagen, hey Doc, meine Zähne sind super empfindlich, mach irgendwas. Und dann wird dein Zahnarzt gegebenenfalls einfach einen Schutzlack auf diese freien Zahnoberflächen auftragen, der das Ganze so ein bisschen unempfindlicher macht durch so eine Tiefenfluoridierung. Das soll es eigentlich gewesen sein. Kurz und knapp, einfach das Empfinden, warum ist das so? Und es wird auch wieder besser, versprochen. Schön, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video einfach anzuschauen. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Denn du weißt ja, jeden Mittwoch, jeden Sonntag, 18 Uhr ein neues Video zu deiner Zahn- und Mundgesundheit. Ciao.